Es scheint, als ob die winterliche Puster in einer nie enden wollenden Unbeweglichkeit erstarren würde. Als herrschte in und über ihr ewiger Stillstand. Die trägen Graurinder, die Winde, die den Schnee herumtreiben und die Gewässer mit Frost überziehen, die schwarzen Büffel, die den Schneefall stoisch ertragen, sie alle verstärken hier in der Region Kiskunschak, genauer in den Gemeinden Apoi und Dömschöt, das Gefühl der Zeitlosigkeit. Doch das ist eine Täuschung, denn von Zeit zu Zeit wird diese Welt durch den Menschen durcheinandergewirbelt. Das an dieser Stelle 40 bis 50 Kilometer breite Überschwemmungsgebiet entlang der Donaulinie wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zum ersten Mal trockengelegt. Durch die Flussregulierungen ist das frühere, jahrtausendealte Wildleben fast vollständig verloren gegangen. Und auch die naturnahe Rinder- und Schafhaltung rund um das Überschwemmungsgebiet wurde allmählich zurückgedrängt. Man unternahm daraufhin einige Versuche zur Graslandbewirtschaftung und probierte es, nachdem Kanäle angelegt worden waren, sogar mit dem Reisanbau. Zu guter Letzt wurden noch Fischteiche angelegt. Sehr bald aber stellte sich heraus, dass all diese Bestrebungen zu wenig Gewinn abwarfen und sich die investierte Arbeit nicht lohnte. Doch in der ersten Hälfte der 1990er Jahre beschlossen Deshe Somor, ein Landwirt aus Dömschöt, und sein Partner Pal Mescharos, den Versuch zu wagen, einen gänzlich neuen Weg zu beschreiten. Demnach sollten die den Gegebenheiten der Landschaft angepassten Bewirtschaftungsformen so in Einklang gebracht werden, dass dabei auch der Naturschutz und vor allem die Vogelwelt profitierten. Den Ausgangspunkt dieser Überlegungen bildete das traditionelle ungarische Graurind in der Tiefebene. Im Landwirtschaftslexikon der ausgehenden 80er Jahre wurde das Graurind unter den aussterbenden, primitiven oder autochthonen Rassen in Klammern angeführt. Allerdings begann man gerade zu der Zeit, unter der Leitung des europaweit bekannten Professors Imre Bodo, mit dem Einsammeln der Tiere. Man sammelte sozusagen in der letzten Minute die vorhandenen Tiere ein und begann mit den ersten fachlichen Konsultationen. Von 1982 an organisierten die Landwirte jährliche Treffen. 1991 wurde schließlich der Verein der ungarischen Graurindzüchter gegründet. Unter den Gründern befand sich auch Deshe Somor aus Dömschöt. Kaum erfuhr er, dass irgendwo im Land ein Kalb geboren wurde, setzte er alles daran, es zu kaufen. Manche der Tiere rettete er sogar vor dem Schlachthof. All diese Tiere stellte er dann auf eigene Kosten unter Mitwirkung der Leiter und der Mitarbeiter der Nationalparks Kiskunschak sowie Donau-Eipel zur Bewirtschaftung der dortigen Gebiete ein. All dies stand mit der folgenden Feststellung von Professor Bodo in Einklang. Die Rolle des ungarischen Graurinds ist für den Naturschutz vielleicht noch wichtiger als für die Fleischproduktion. Allerdings benötigt das Rind Weideflächen. Und gute Weideflächen wiederum Wasser. Aber da man im 19. Jahrhundert den Donaulauf zur Verhinderung von Überschwemmungen begradigt hatte und die Niederschläge darüber hinaus geringer wurden, war Wasser Mangelware. Diejenigen jedoch, die das nur scheinbar ebene Gebiet gut kannten, wussten, dass es natürliche Senken in der Puster gab, in denen man mit nur geringen Eingriffen Fischteiche errichten konnte.
Das nächste Glied in der Gedankenkette war, dass man aus dem Wasser, das aus den Fischteichen heraussickerte, beziehungsweise aus dem Wasser der geregelten Flutungen in der Umgebung der Teiche Areale errichten könnte, in denen tausende Vögel brüten und zehntausende während ihres Zuges rasten würden. Darüber hinaus ließe das Wasser auch eine dichtere Vegetation auf den Weiden der Umgebung entstehen, was wiederum der naturnahen Viehhaltung zugute käme. Außerdem ließe sich vom qualitativ besseren Boden so viel Futter einholen, dass man damit selbst an den härtesten Wintertagen die Tiere füttern könnte. Allen voran die Graurinder, die Büffel und die Mangalitzerschweine. Das Fleisch der zuletzt genannten war anfangs eher im Ausland gefragt. Seit einiger Zeit jedoch verarbeitet der Betrieb das Rinder- und Büffelfleisch sowie das Mangalitzerschwein im eigenen Werk, sowohl für den einheimischen Verbrauch als auch für Bestellungen aus dem Ausland. Außerdem dachten die Begründer der Ökofarm auch daran, dass die zu den künftigen Teichen gehörenden Schilfgürtel ausgezeichnete Lebensbedingungen für die nistenden oder gerade durchziehenden Vögel bedeuten könnten. Und sollte sich die Segge irgendwo übermäßig verbreiten, müsste nur eine Büffelherde hingetrieben werden. Diese würde die Sache besser erledigen und vor allem ohne der Natur zu schaden, als noch so viele Menschen oder Maschinen. All das zusammen wurde die Grundidee der Gründung und Entwicklung der Ökofarm Somor. Seit Anfang der 90er Jahre wird hier Tag für Tag im Zeichen dieses Konzeptes gearbeitet. Auf der einige tausend Hektar großen Heide gibt es eine Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne, von der auch die Natur profitiert. Ein Erfahrungsschatz von etwa 2 Jahrzehnten wird genutzt, wenn auf zum großen Teil im staatlichen Eigentum befindlichen Land in ständiger Abstimmung mit den Fachleuten des Nationalparks die Bedürfnisse von zahllosen Vögeln und geschützten Pflanzen mit den Anforderungen der Bewirtschaftung in Einklang gebracht werden. Nachdem zuerst viele gezweifelt hatten oder skeptisch waren, haben mit der Zeit immer mehr Leute die Erfolge anerkannt. Aus diesem Grund wurde Desche Somor die Auszeichnung Pro Natura verliehen. Nach den Bemühungen zum Schutz und zur Bereicherung der Naturwerte unseres Landes, die auch im internationalen Kontext Aufmerksamkeit erweckten, sahen die Regierungsorgane bestätigt, dass auf diesem Gebiet diese Form der Bewirtschaftung gefördert werden müsste. So wie die Puster nach dem Winter durch die vom Duft der frischen Weide berauschten Herde in Besitz genommen wird, so brachte die Ökofarm den Frühling, also die Aussicht auf Erneuerung für diese Landschaft. Der Naturschutz und der unternehmerische Aspekt bilden hier eine organische Einheit, deren Methoden auch in anderen Regionen mit ähnlichen Bedingungen verbreitet werden sollten.
Die im Frühjahr eintreffenden und hier brütenden Vogelscharen beweisen mehr als jedes Wort die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen. Wenn sich jemand Anfang April auf den Damm der Fischteiche stellt, begreift er auch ohne jede weitere Erklärung, was für eine unersetzbare Welt in nur 2 Jahrzehnten von Menschen, die sich dem Naturschutz verschrieben haben, hierher in die angeblich karge Puster zurückgeholt wurde. Die Enten tummeln sich in kleineren Scharen über den seichten Gewässern. Träge Wildgänse heben vom Boden ab, um sich etwas weiter weg wieder niederzulassen. Ein prachtvoller Silberreiher zieht mit langsamen Flügelschlägen über die Landschaft. Um sein weißes Gefieder beneiden ihn die Schwarzstörche. Dort drüben an der Tränke der Graurinderherde schießen Turmfalken durch die Luft. Unter ihnen huscht eine Gruppe von Rehen über die Wiese, wobei sie die von der Frühjahrsaufregung erst später erwachenden Feldhasen hinter sich lassen. Die Luft ist voll von klirrenden, pfeifenden, krähenden Vogelstimmen und dem Gackern der Gänse. Nach dem langen Winter drängen seltene Wildblumen auf den sich langsam immer grüner werdenden Wiesen ans Tageslicht und öffnen ihre Blüten. Der Wind weht noch etwas scharf, aber das Vieh wirft dennoch bereits den Winterpelz ab. Auch das Volk der Teiche rumort. Graugänse, Silberreiher, Limikolen warten im schlammigen Becken der abgelassenen Teiche. Die hier Nistenden prüfen den Schilfgürtel. Sie suchen einen Platz für die in Kürze beginnende Brut. Neben den lokalen Experten arbeitete man auch landesweit und sogar internationale Berühmtheiten im Ausland Jahre und Jahrzehnte lang dafür, dass dieses Vogelparadies zustande kommt. Damit dies entsteht, brauchte es mehr als Kenntnisse in der Vogelkunde oder die pure Liebe zur Natur. Die Entschlossenheit des kundigen Naturschützers musste mit tiefgehendem Wissen über die Eigenschaften und Bedürfnisse der Nutztiere einhergehen. Die beiden Wissensbereiche mussten miteinander verbunden werden. Bei der Schaffung der Voraussetzungen der Graurindhaltung wirkte zum Beispiel der bereits genannte Professor Imre Bodo mit. Die Farm hat die Ehre, unter den fachkundigen Förderern auch die Referatsleiterin des Ministeriums AD, Frau Dr. Weiner, Vorstandsmitglied des Vereins der ungarischen Büffelzüchter, zu begrüßen. Mit vielen anderen zusammen brachte man theoretische Kenntnisse hierher, die mit den minutiösen Beobachtungen, mit den Erfahrungen der alltäglichen Praxis ergänzt, eine Art Hungarikum auf diesem fast 5000 Hektar großen Fleck der Kiskunchak ins Leben riefen. Man könnte sagen, was ist denn schon dabei? Es reicht, die Rinder auf die Wiese zu treiben und zuzulassen, dass die Büffel fressen, was ihnen ihr Instinkt sagt. In Wirklichkeit stellen die Schwierigkeiten der Aufgaben im veterinärmedizinischen Bereich, in der Winterfütterung, der Vermehrung, der Fleischverarbeitung und im Verkauf selbst eine durchschnittlich große Farm auf die Probe. Hier muss aber jede Aktivität der Landwirtschaft und der Viehzucht unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte der wildlebenden Tiere und geschützten Vogelarten durchgeführt werden. Die Wiese zum Beispiel kann erst gemäht werden, wenn die neuen Vogelgenerationen schon das Nest verlassen haben. Die Arbeitsmaschinen müssen mit Wildwarenketten ausgerüstet werden. Die verschiedenen Arbeiten, insbesondere das Mähen und Ernten, müssen auf dem Feld von innen nach außen durchgeführt werden, damit die erschrockenen Tiere nicht in die Mitte getrieben und zum Opfer der Maschinen werden. Die Fläche muss von vornherein mosaikartig, das heißt so genutzt werden, dass sich Weiden, Wiesen, Wasserbereiche und verschiedene Kulturen gleichmäßig verteilen, also fleckenartig abwechseln. Dies ermöglicht, dass die hier eingewöhnten Arten jederzeit den gerade notwendigen Lebensraum finden. Raps wird zum Beispiel auf der Ökofarm nicht nur als Futterzusatz angebaut,
sondern auch deshalb, weil diese Felder die bevorzugten Futterplätze der Großtrappe sind. Auch ihr Überwintern wird zum großen Teil durch diese Pflanze ermöglicht. Gerade bei der Frühjahrsbegattung, der Balz, ist der Hochzeitstanz der 1 Meter großen und 20 Kilo schweren Hähne ein beeindruckendes Spektakel. Sie wenden alle ihre weißen Federn nach außen, um die kleineren Hennen zu erobern. Von diesen großen Vögeln leben nur etwa 1500 bis 1600 Exemplare in Ungarn. Die Bemühungen der Leute aus Opai haben einen erheblichen Anteil daran, dass der Bestand nach dem früheren Rückgang nun langsam wächst und zu den größten in Europa gehört. Ein bedeutender Anteil von ihnen wandert gerade durch diese Pustergebiete, Weiden und Äcker. Die Großtrappe ist selbst gegenüber den kleinsten Veränderungen empfindlich. Wenn man sie stört, zieht sie sofort weiter. Damit sich irgendwo eine lebensfähige Population niederlässt, muss ein gegliedertes Biotop errichtet werden. Wie das auf der Farm Somor der Fall ist. Durch das Grasland